Ailocos! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben schon FIFA 17 gespielt, wir haben FIFA 18 den WM-Modus ausprobiert. Wir zocken gerade The Journey nebenbei. Aber heute reagieren wir auf die Elfmeter von FIFA 94? Ich wusste nicht mal, dass es FIFA 94 gab. Hat mein Papa wohl FIFA 94 gespielt? Wie alt war Papa, als es 1994 war? 1994? Ja. Ungefähr. Ja, der war 18. 1994 war er 18. Hat er wohl FIFA 94 gespielt? 94 gab es schon FIFA. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, frag mich. Mein Papa hat wohl mit 18 noch kein FIFA gespielt. Ich war da zu der Zeit minus 6 Jahre alt. Deswegen bin ich gespannt, wie es aussieht. Und das Ganze zeigt auch die Entwicklung bis 2021. Viel Spaß mit dem Video, Logitos. Moin, Ersin Hamed. Let me just check. Ich mag FIFA nicht. Hä? Alaba Prediction bei Real Madrid damals schon. Oh mein Gott. Ey, aber ungelogen? Die Grafik ist gar nicht so scheiße, wie ich es mir vorgestellt habe. Messi kann sich sogar kratzen. Das passiert nicht mal in FIFA 21. Ah, das ist eine kurze Vorschau. Ey, spoilert doch schon alles. Korrekt. Wieso dachte ich gerade eben, das wäre FIFA 94 gewesen? Ah, sieht so aus wie Spielaffe.de. Nicht mal. Junge, und warum haben wir da 5 Cristiano Ronaldos am Start? Einfach, Junge, ich könnte so viele Jokes bringen. Ich hoffe, den finden nicht nur ich lustig. Sind wir bei das Supertalent oder warum ist unter ihm ein Stern? Es ist ehrlich, ich läuft durch den Spieler durch. Okay, das gibt's auch im FIFA 21, aber er läuft straight durch den Spieler durch. Als wäre das sein Ziel gewesen. Boah, ich habe ein Tor gemacht, erstmal durch den Gegner durchrennen. Jawohl. Sogar mit Controller-Settings angezeigt. Junge, Junge, Junge. Okay, hä? Also, die Spieler stehen genauso, nur ein bisschen femininer. Ihr wisst, was ich meine. Die stehen alle gleich schon wieder. Einfach gefühlt, das Publikum ist genauso gut animiert wie die Spieler selbst. Okay, zeig an. Warum war da so ein komischer Pfeil ganz kurz? Hä? Okay. Ah, er hebt seinen Arm hoch. Das haben sie geändert. Und läuft nicht mehr durch den Spieler. Perfekt. Mit Wiederholung. Replay. Oh, shit. Das ist ein Downgrade. Das ist original ein Downgrade. Die Linien sind nicht mal gerade gezogen. Das Tor ist nicht mal gerade. Das ist FIFA 96? Ich glaube, die haben mit den ersten Teilen nicht wirklich viel Geld gemacht. Die Perspektive ist sogar scheiße. Du siehst nicht mal deinen eigenen Spieler. Oh mein Gott. Alles viel schlechter geworden. Der Torwart rennt weg vom Ball. Eine Sache ist gut und zwar, es kann eigentlich nur besser werden. Oh ja, direkt viel, viel besser. Nummer 13 am Start, Michael Ballack. Okay, es ist nicht Michael Ballack. Vielleicht der indische Michael Ballack. Hau das Ding rein, Junge. Jetzt auch nicht mehr ein Stern, sondern ein Kreis unter dir. Er schießt einfach durch ihn durch. Oh, die Reaktion des Torwarts beste. Oh nein, Mann. Seiten auf Null, frische Seiten. So muss das auf jeden Fall sein. Jetzt sind die im Publikum komplett random, einfach nur Pixel. FIFA 96 hat ein besseres Publikum. Ja, viel besser. Viel besser schon. Es war richtig random, wie da die Map einfach im Tor auch drin ist, aber okay. Okay, das sieht... Also die haben deren Muster dann beibehalten. Aber sonst vielleicht eine minimale Verbesserung der Grafik, ne? Mehr kann ich nicht erkennen, um ehrlich zu sein. Ich hatte die ganze Zeit den Ton aus. Ja, das war mit der das Beste. Die Gesichter... Daran merkt man, dass die EA schon immer gleich war. Die haben damals auch mehr Geld einfach in diese Werbung investiert, als in die Gesichter von den Spielern. Ich meine, McDonald's kannst du richtig und ordentlich schreiben, aber die Spieler sehen aus wie dieses Monster aus den Goonies. Bro! Oh, viel stärker. Doch, doch. Also Publikum immer noch nur Pixel. Ich weiß auch nicht, warum da so einzelne Zuschauer richtig seltsam stehen. Als wäre da so teils ein Gefängnis drin, hä? Aber naja, immerhin, die Spieler sehen jetzt schon viel, viel besser aus. Kloi war damals bei Barcelona. Aber auch hier genau auf den Torwart, aber der ist trotzdem reingegangen. Und warum sehen die Spieler alle gleich aus? Einfach dreimal Kloi war. Obwohl, einmal in Weiß. Illuminati?
Okay. Boah, ist das eine Verbesserung? Nicht jetzt von dem Bild, aber vielleicht vom Laufen und sowas. Ja, oh mein Gott. Viel smoother. Viel smoother. Okay, der Ton ist ein bisschen seltsam. Del Piero jetzt. Hä, diese Proportion. Der Pfosten ist einfach fast genauso breit wie der Torwart selbst. Komm, zeig mir den Laufweg. Das sah aus wie ein bisschen wie Slow-Mo. Wie breit ist bitte der Torwart? Wieso war gerade eben in der Animation der Pfosten fast genauso breit wie er? Und die Zuschauer sehen irgendwie so aus, als würden die irgendwo hingesaugt werden. Aber schon Pyrotechnik und Flaggen hinten im Hintergrund. Das ist nicht schlecht. Jetzt sogar Flaggen direkt hinter dem Elfmetertor. Und endlich kein Kreis mehr. Ja, war schon besser. War cleaner einfach. Also, hier steckt ja voll viel Arbeit in der Veränderung. Weil in den letzten FIFAs hatten wir immer noch dieselben Gesichter. Jetzt hat schon jeder sein einzelnes Gesicht. Und angepasst. Ich meine, so sieht ja Raúl ungefähr aus. Die Wiederholung. Oh mein Gott, er schießt eigentlich mit seinem anderen Fuß. Jetzt sehr viel dunkler. Man wollte ein bisschen sich um das Licht kümmern, aber vielleicht liegt es auch am Stadion. Beckham mit dem schönen Zopf. Ja, kann sich sehen lassen. Auch die Animation nachher. Wie Beckham da langläuft und so weiter. Das Stadion 10.000 Mal geiler. 10.000 Mal. Boom! Ronaldo, der Dicke. Ihr könnt mir nicht sagen, dass das Publikum nicht aussieht, als hättet ihr selber irgendwelche Menschen aus Plakaten rausgeschnitten und auf Pappe draufgeklebt. Also Publikum ist richtig scheiße gemacht. Selbst das von FIFA 96 war besser. Ja, Toranimation haben die jetzt nicht viel krass geändert. Junge, diese Zuschauer, guck mal bitte oben rechts. Zinedine Zidane. Ja. Ey, manchmal habe ich das Gefühl, die verschlechtern sich einfach. Okay, das sieht zum Beispiel stark aus, aber die Zuschauer sind einfach alle ein und dieselbe Person gefühlt. Einfach Dämon. Guckt seine Augen an. Jetzt schon mal besser auf jeden Fall mit dem Publikum. Nicht mehr so überfüllt und so weiter. Einfach irgendein Mann mit einem Hund und ein Typ daneben stehen und das Bild einfach gedoppelt auch nochmal links. Gut gemacht, ihr. Merkt gar keiner, dass das einfach genau dasselbe ist. Stark. Aber Toranimation und so auf jeden Fall stark verbessert. Ey, wollen die mich verarschen? Ich glaube, das sollen sogar Pappaufsteller sein. Kann es sein? Das sollen Pappaufsteller sein. Ich sehe nicht unbedingt immer eine Verbesserung. Okay, war in Ordnung. Rea Pirlo. Ja, immerhin hat der Torwart eine vernünftige Animation und so weiter. Das sieht zum Beispiel schon cleaner aus. Da sehe ich jetzt die Verbesserung direkt. In der Grafik und so weiter. Ja, viel besser, viel cleaner. Oh mein Gott. Auch danach der Laufweg und so weiter. Der Jubel. Seit langem die beste Verbesserung. FIFA 09 sind wir gerade. Jetzt kommt FIFA 10. Messi da schon als Schütze. Mit dem Regen und so. Ist zwar nicht krank oder so, aber für FIFA 10 doch. Jetzt habe ich das Gefühl, werden die Verbesserungen unnormal. Unnormale Verbesserung. Torwart springt einen Schritt vor, dann zur Seite. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Mit diesem grünen Bereich, den man damals treffen musste. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass man es machen muss. Dafür haben die dann an der Grafik nicht so viel geändert, oder? Ja, sah ziemlich ähnlich aus wie das davor. Anderes System aber dafür. Damals hat er noch nicht mal Sü gemacht. Oh, Didier Drogba. Endlich sieht das Publikum normal aus. Auch hier zwar wieder gedoppelte Sachen immer die ganze Zeit, aber immer irgendwelche Leute, die nach links und nach rechts sich schwenken. Das macht 0,0 Sinn. Didier, knall ihn rein. Oh, boah, okay, jetzt sieht zum Beispiel dieses untere Panel, wo drauf steht, dass Drogba ein Tor gemacht hat. Das sieht clean aus mit dem Glanz. Und schon Abfuckjubel, der erste. Ja, Kamera auch viel besser gestellt. Hier Neymar, der Schütze. Sergio Busquets steht da einfach direkt vor ihm, okay. Ist das Busquets? Und? Junge, seine Frisur damals. Aber ich sehe da jetzt nicht eine starke Verbesserung. Also FIFA 13 hatte keine kranke Veränderung. Mein erstes FIFA, weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, das war sogar FIFA 13 auf Nintendo DS. FIFA 14. Zuschauer immer noch am links und rechts sich hinschwenken. Keiner weiß warum. Der Bereich, wo steht, wer ein Tor gemacht hat, genau gleich. Kleine Verbesserung vielleicht, aber nichts Großartiges. FIFA 14, zeig mal was Krankes. Wir müssen ja irgendwie von dem Elfmeter zu unserem jetzigen gekommen sein. Oh, FIFA 15. Das ist schon viel, viel stärker von der Grafik. Junge, so viel besser, aber auch wieder mit diesem grünen Bereich, den man treffen muss. Und er trifft ihn und er knallt ihn rein.
alles sieht so viel sauberer aus. Und auch die Fans sehen aus wie normale Menschen. Das erste Mal Replay aus dem Tor heraus. FIFA 16? Ja, wow. Ist nicht derselbe Sprung wie von FIFA, wie von 14 auf 15. Aber man merkt einfach, wie krass sauber das Ganze einfach wird. Auch die Zeitlupen und so werden immer besser. Jetzt zum Beispiel allein Pogba, wie er von hinten aussieht, so viel besser. Er kann das erste Mal, dass man so nach links, nach hinten und so gehen kann, FIFA 17. Was wir ja auch gerade zocken in The Journey. Wie jeder seinen Mund zuhält, hä? Boom! Und das Ding geht rein. Und das erste Mal dead. Und wie clean auch die Gesichter das erste Mal sind. Jedes einzelne fast. Oh, FIFA 18, mein erstes FIFA auf der PlayStation, das ich hatte. Junge, das war so ein nices FIFA. Sah auch so gut aus, ne? Boah! Ey, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich dachte, es kommt nicht mal so eine kranke Grafikverbesserung, aber es hat ja schon noch krank verändert gehabt. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Macht er den Ziel? Mach ihn. Er macht die nicht. Ja, guck mal, allein schon Schweiß und sowas zu sehen. Die Gesichter glänzen. Das mit dem Schweiß haben die zu FIFA 21 so krass verändert. Ich glaube, die machen das auch nochmal zu FIFA 22. Die sollen mal sich lieber ein bisschen aufs Gameplay konzentrieren. Der Ball auch. Es sieht so clean aus, wie der da reinfliegt. Okay, FIFA 20, das erste Mal mit diesem Kreis, was wir ja jetzt immer noch haben. Ich frage mich, ob das zum Beispiel gleich bleibt zu FIFA 22. Weil sowas ändern die ja oft. Uff. Aber da sah ich jetzt keinen kranken Grafik-Upgrade, muss ich es ehrlich gesagt sagen. Ja, doch, wobei die Schatten und sowas. Und jetzt zu FIFA 21. Ich habe irgendwie jetzt, dadurch, dass ich so lange dieses Video gucke, das Gefühl, es kommt noch irgendwas danach. Dass das noch nicht das Ende ist. Ich könnte jetzt, ich habe noch nie auf das Publikum geachtet. Das ist ja selbst in FIFA 21 scheiße. Aber hier ist der Anlauf und alles so viel cleaner einfach. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass es zu FIFA 21 geiler wird, obwohl ich das die ganze Zeit zocke. FIFA 94 hatte das beste Publikum. Ich hoffe mal, dass die auch FIFA 22 stark verbessern, aber ich habe nicht die größte Hoffnung. Wenn euch das Video gefallen hat, Jungs, lasst dem Video einen Daumen nach unten da. Ihr könnt gerne unten reinschreiben, wenn ihr irgendeinen Videowunsch habt. Ich werde wahrscheinlich demnächst auch andere Games anzocken. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt iLocos. Oder Leesse, checkt mein Instagram ab. Danke. Ich bin hier gerade in so einem Duftladen und der meinte, Lothar Matthäus war schon hier. Wer war noch hier? Mohammed Ali, der Boxer. Und da meint er noch so, die Sendung mit der Maus war hier. Ich so, Junge, wer ist die Sendung mit der Maus? Weißt du, wer ist das? Ich dachte erstmal die Maus oder so. Auf einmal einfach der hier. Aber warum sieht er so fresh aus? Keiner weiß es. Christoph, Bro, wenn du das siehst, ruf mich an.